Guten Morgen. Noch sehr früh, aber ich bin fertig und gleich holt mich eine Freundin ab, die auch in Kanada lebt, die zurzeit zu Besuch in Hamburg ist. Ja, die holt uns jetzt ab und wir fahren gemeinsam noch über die Elbe mit der Fähre zu einer anderen zusammengehörigen Freundin, die auch in Kanada gelebt hat, aber jetzt wieder in Deutschland lebt. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ich lasse mich auch überraschen, wie es wird. So. Es geht los. Ich muss auch noch ein bisschen leise sein. Die schlafen alle noch. So, die Brigitta, eine Freundin, will nicht gefilmt werden. Ja, dann kann ich das auch nicht machen. So, das natürlich auch nicht, aber das Auto kurz. Bis später. So Leute, wie Schafen, 8 Kilometer, das ist da, wo die Fähre ist, richtig? Ja. Und ist das gleiche wie gestern. Ich hatte gestern auch 2 Freunde aus Göttingen hier und sie wollte nicht gefilmt werden. Muss man respektieren. So, da ist schon die Elbe und da werden wir gleich mit der Fähre fahren. Das ist eine schöne Sache. Hier war ich schon mal. Das macht Spaß. Gerade Ebbe. Ist gerade Ebbe. Hm. Cool. Ja, da stehen auch schon Autos und warten. Aber sowas macht Spaß, Leute. Da werde ich gleich auch nochmal die Kamera anmachen für euch. Sind wir übergesetzt. Jetzt sind wir hier in, was ist das, Wischhafen? Also waren eben in Wischhafen und jetzt sind wir in Niedersachsen hier. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das hier zu Niedersachsen zählt. Alles, was hier auf dieser Seite von der Elbe ist Niedersachsen. Ist Niedersachsen, okay. Ja, und jetzt könnt ihr das sehen, es schneit. Ja, davon haben wir ja auch noch nicht genug erlebt, war Brigitta? In Kanada. Das bisschen, was wir in Kanada haben. Ja, das bisschen, genau. Die haben hier jetzt Schneesturm. Ja, das ist Schneesturm, genau. Da musste Mackie auch so lachen. Ja, Schneesturm. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt immer noch auf dem Weg zu einer Freundin von uns. Einer gemeinsamen Freundin. Und ja, aber hübsche Häuschen und hübsche kleine, wie sagt man denn hier, Bauernhöfe. Gehöfte. Ja, haben sie hier. Resthöfe sind hier in Finnland. Ich wollte gerade sagen Farms, aber. Naja, ist ja das Gleiche. Ja, aber hier heißen sie halt nicht so. Ja. Dann kriege ich wieder Anschriften, wieso ist das eine Farm? Hä? Ja. Ja. Ja, schöne Gegend. Mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. So, jetzt sind wir fast da. Jetzt sind wir in Oste. Das der Fluss heißt Oste. Der Fluss heißt Oste. Da heißt nicht der Ort auch? Nee, noch sind wir eben nicht da. Nee, ich meine da, wo wir hinfahren, heißt das nicht Neuhaus Oste. Oste, Neuhaus Oste. Aha. Ja,
Jetzt haben wir noch 5 Minuten, 3,8 Kilometer. Ah ja. Das Ganze hier gehört schon zu Cuxhaven, also Landkreis Cuxhaven. Und es hat aufgehört zu schneien. Kein Schneesturm mehr. Nichts, kein Schneesturm mehr, nichts. Alles schick, aber immer noch kalt. So, Neuhaus, Hoste. Links abbiegen auf Mühlweg. Jetzt sind es bloß noch 1,5 Kilometer und dann sind wir da. Übrigens eine sehr schöne Gegend hier. Hier ist schon ein Deich, dahinter muss Wasser sein. Die Oste nehme ich an. Ja. Cool. Drei Ponys. Dafür geschenkt, hallo? Mussten nur die Hufe machen. Ja, ja. Gut, das die musst du sowieso bisschen, immer wieder. Nee, die waren ein bisschen lang. Oh ja. Die ist schon auf dem hinten gelaufen. Oh. Okay. Und jetzt haben wir vorne gekürzt und jetzt müssen wir wieder nachwachsen und dann nochmal vorne kürzen, dass das wieder hochkommt, ja, weißt du? Ja. Sonst kannst du sie nicht reiten, das geht nicht, das tut ihr weh. So, jetzt sind wir so gut wie da. Rechts abbiegen auf Ostlandstraße, ja. Dann rechts abbiegen auf Wartenstraße. Jetzt fahren wir hier rum. Ist das? Ja, richtig. Und dann fahren wir nochmal rum. Rechts abbiegen auf... Wir sind da. Jetzt weiß ich nicht, wir können da drüben können wir parken, wo die beiden stehen und wir hier wohnen sie. Das ist auch Maggies Auto, oder? Der Zitrönen oder was ist das? Ja. Ja, und hier wohnt sie. Nee, hier muss ich mal direkt gucken. Nee, das ist ein Peugeot. Dann ist es da, B. So, wir sind da. Da vorne. So, Leute, jetzt sind wir da. Und es schneit schon wieder. Meine Tasche ist schwer, wie immer. Ich habe meine kleine Handtasche mit. Ich gehe mal lieber nicht über den Rasen, wa? Gehen wir mal außen rum, wie sich das gehört. Da steht sie schon an der Tür. Guck mal da. Wir sind lieb. Ja, so, ich mach mal aus. Und ja. Alles klar, bis später. So, guckt mal. Brigitte, du trinkst einen Kaffee, ne? Ja. So lieb werden wir hier bedienen. All die guten Sachen. Ja. Alles gut für Diabetiker. Ja, guck mal, Nutella. Alles genau für uns. Ja. Habe ich extra für euch gekauft. Echt? Ja, weil so ein großes Glas habe ich dann, nee, das kann ich im Haus haben, denn es ist bald leer. Und ja. Das muss ja auch nicht sein. Du magst auch Nutella? Das gibt ja so schöne Fotos. Ja, und so schön, guck mal, da haben wir hier so ein schönes Gläser. Ja? Milka-Herzchen bekommen, ist nicht gesponsert. Hier ist nichts Werbung, nichts bei gesponsert. Ich habe es gesehen bei Kaufland. Sie Eier gekocht. Ja. Schönes, leckeres Frühstück gibt es jetzt. Ja, und dann werden wir mal sehen, was wir so machen. Nimmst du Milch, Brigitte? Nein. So sieht's aus. Nachts schafft es noch nicht so weit. Aha. So, jetzt macht sie schon wieder Kaffee und Kuchen hier. Aber ich esse keinen, das heißt, ich trinke keinen Kaffee, aber ein Stück Kuchen hat sie für mich. Ich esse keinen Kaffee. So, jetzt habe ich auch rausgekriegt, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn die beiden mal erwischt werden im Film. Aber ich weiß, sie möchten nicht als Star gefilmt werden hier, alle beide. Ja, das muss man ja alles erstmal wissen, ne? Ja, der Schnee. Oh, jetzt hat es ein bisschen aufgehört. Ist schon wieder richtig weiß da draußen. Da. Unglaublich. Unglaublich. Maggie hat, glaube ich, gerade Sahne geschlagen. Kannst du mich filmen? Die Sahne? Alles. Okay. Also, ich mache gleich wieder an. Oder hast du schon? Nee, habe ich noch nicht. Kannst du ruhig einfach so. Guckt mal. Ich die Fressarien hier. Die Maggie hat einen super Kuchen gebacken. Apfelkuchen? Ja, Apfelkuchen. Mit Puderzucker und Zimt. Zimt. Ich hasse Zimt. Aber sie hat für mich sowas gemacht. Lecker. Beziehungsweise gekauft oder gemacht. Gemacht, gekauft, gekauft. Egal. Schmeckt trotzdem. Der ist auch lecker. Selbst gekauft, ne? Schwarzwälder Schnitten. Und Sahne. Und ich trinke dazu keinen Kaffee.
Ich mag ja keinen Kaffee. Ich trinke das. Mhm. Ja. Unser Kaffeetisch. Und nachher gehen wir noch essen. Schnitzel und Bratkartoffeln, weiß ich jetzt schon. Das war saulecker, da echt. Hoffentlich kriegen wir da einen Tisch. Ja, ich habe angerufen. Ja? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Klasse. Gut, wisst ihr Bescheid. Also ich habe nicht bestellt. Ach, ich muss mich ja auch anschneiden, ne? Wasser ist nicht. Siehst du, sei mit Weibern unterwegs, die sorgen für alles. Da brauchst du dir gar kein... Guck mal hier, werde ich hier sogar noch angeschnallt. Halt, ich muss erstmal... Ja, jetzt, weil ich schon die Kamera anhabe. Ja, helfen Sie mir. Von eben kriege ich den Gurt, der andere schnallt mich fest hier. Die schnallt mich fest und da kriege ich einen Gurt. Perfekt. Weiber. Jetzt fahren wir in die Großstadt. Wisst ihr, jetzt habt ihr sie doch gesehen, beide. Jetzt fahren wir in die Großstadt nach Otterndorf. Jetzt fahren wir, ja, jetzt fahren wir, jetzt hat sie mich gewürgt, weil sie jetzt sichtbar ist. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja. Das sind mittlerweile gute Freundinnen von mir. Und dann dürfen die auch mal gesehen werden. Dürfen sie auch mal würgen? Ja, würgen darfst du mich dafür auch mal. Kinder, es ist schweinekalt. Wie viel Grad haben wir denn hier eigentlich? -2. Mehr ist das nicht? -2 Grad, ja. Alter, es sind nur -2. Ich friere mir hier den Arsch ab. Kinder, das ist eine andere Kälte. Ja, ich denke auch. Ich zeige euch mal erstmal Neuhaus. Also ist Dorf. Jetzt fahren wir nach Neuhaus. Habt ihr gehört? I see all the tables turn. I swear I will never learn that this life on it kills fire on. And I know that you'll get by. Yeah, I know that you'll be fine with that life on. I'll tie down on. Get me mesmerized. Yeah, prove that there's much more to
So, mittlerweile sind wir in Otterndorf. Und hier ist Dubrovnik. Guck, genau. Da wollten wir essen gehen. Kein Platz. Und da drin ist leer. Also zumindest ich mache um halb am sechs Fenster. Ach so. Aber ist es nicht schon halb sieben? Es ist schon. Ach so. Halb sechs. Ja. 36. Auch so schön alles hier. Das Rathaus. Hier ist doch auch irgendwo so eine komische Statue mit Otter oder sowas, ne? Ja, kommt gleich vorne rechts. Die Bronzefigur. Mhm. Aha, was du alles weißt. Hier gibt es ganz leckeres Softeis hier. Ich habe gehört, ob es mal jemanden gab, der hier gewohnt hat. Wen denn jemanden? Erzähl mal Näheres. Eine Auszubildende. Ach so. Wo ist denn der Otter? Ich dachte, eine männliche Figur. Oder sind wir schon vorbei? Ist beim Rathaus. Ja. Sorry. Ach so. Eine Auszubildende von mir. Hier ist die Mädem. Alles über die Mädem. Aha. Und der hier telefoniert aber auch nicht stille. Was hat er da raus? Sag's dir. Hier ist irgend so eine, keine Ahnung, was das ist. Eine Kanone? Was war das denn? Das war eine Boje. Eine Boje? Ne? Hier sind wir wieder in die Medien. Ja. Auch nicht schlecht, die Häuser hier, die direkt an dem Fluss sind, wa? Hier ist es ein Hotel hier, ne? Aha. Hier haben wir die Sohletherme. Sohletherme. Außenbecken, mehrere Innenbecken, aha. Saunalandschaft. Aha. Und die haben jetzt auch auf? Ja. Sieht so aus, wollen ne? Wollen wir schwimmen gehen? Nee, lass mal. Das Schwimmen gehen hätte ich kein Problem mit, aber dann hinterher das Rausgehen. Oh, ja. Bei der Kälte. Ja. Sieht ja auch cool aus. Jetzt renoviert werden. Oh, Kinder, guckt mal, wir sind schon irgendwie zum Elbblick. Ja. Hier laufen schon welche, gehen noch welche spazieren. Hier ist ja ein ganz großes Feriengebiet, ganz viele Ferienhäuser stehen da. Ah, okay. Ist im Sommer bestimmt teuer, wenn du hier irgendeine Pension oder sowas suchst, schätze ich mal. Hier sind wir in der Altstadt.
so auch wieder so richtig niedliche Häuschen und Gassen und Straßen und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gar nicht mehr gewohnt. Oder? Nee. Oh Gott, ist das hier eng. Guckt euch das an hier. Ich fahre jeden Freitag lang. Aha. Weil in der Innenstadt in Anführungsstrichen Wochenmarkt ist. Ja. Voll cool. Oh, guck, der hat einen kleinen Van. Kommt auch hier hin. Also. Ja. Man lernt doch, ne? Ja, aber überwiegend siehst du hier in diesen Häusern, in den Garagen, alles kleine Autos. Mhm. Das ist ja jetzt hier an der Meden. Gaststätte in der Grund. Und hier hält auch so ein Ausflugsschiff. Ach so? So auf der Meden mit einem Schippern. Aha. Oh, da kann man Fahrräder kaufen. Dich habe ich jetzt auch gezeigt. Du? Eine schöne Farbe hat sie, ne? Hat er. Und gerade Häuserblau, ne? Oder wie nennt sich das? Russischblau. Russischblau. Ist das ein reinrassiger oder? Das ist eine reinrassige Katze, ja. Ja. Aber. Was ist das? Ja. Ich habe alles angelassen, ne? Reinrassige Katze. Wasch und was? Wasch und Blue, russisch blau. Ja, aber ich meine die Katzenart. Was das für eine Katze ist, für ein Kater ist. Was für eine Rasse, kein irgendwas. Russisch blau. Ach so, heißt es? Ja. Ah, okay. All Canadian. Ja, mein Canadian Cat, der sich hier abgenervt ist und es schnallt. Und eigentlich gar nicht rausgehen hat dann. Die hat sich oben voll draufgeschmissen. Mhm. Ja, die Rolle ist auch nicht aus Kanada. Die habe ich mitgenommen, da kann man die zusammenfallen. Aber die gab es hier auch schon bei Kick, habe ich hier auch schon gesehen. Das Katzenspielzeug. Und das Katzenspielzeug? So. Unglaublich. Das hatten sie auch schon in Kanada, das habe ich aber da gelassen. Wo ist er jetzt? Und habe das neu gekauft hier. Ist er da wieder drin in der Rolle, oder? Ja, das ist jetzt der an der Seite. Ah ja, ja, ja. Thank you.
schon wieder sind wir auf der Fähre. Die fährt aber erst um 21 Uhr los. Das ist in 6 Minuten. Und es ist ganz schön dunkel da draußen. Guck mal, da steht sogar ein Truck drauf. Oh. Kleiner. Ja, der Trailer, aber der Truck ist schon großer. Trotzdem lache ich immer, wenn die mit der einen Achse da hinten. War ein super schöner Tag. Essen habe ich nicht gefilmt, weil da will man ja doch mal dann ein bisschen ungestört sitzen. Und da waren auch noch andere Leute da und da kann ich ja nicht einfach dann so losfilmen. Ansonsten, ne, war der Tag schön und lustig und viel gelacht. Ja. Jetzt haben wir noch ungefähr 70 Kilometer oder so bis zu Tanja. Und Brigitta hat dann nochmal so 30, 32 Kilometer bis zu ihrem jetzigen Zuhause. Und dann ist Feierabend. Ja, das war's. Das war's von unserem heutigen Tag. Ich sag mal tschüss, Brigitta auch. Bye bye. Gute Nächte. Man sieht sich. Tschüss.